Hallo, nachdem wir vorhin eine blumige Variante gepflanzt haben in diesen länglichen Kästen, habe ich mir jetzt überlegt, wir orientieren uns bei den nächsten Pflanzungen etwas an Rezepten. Also hier habe ich euch für euch zusammengesammelt so ein Ratatouille, würde ich es nennen. Also wir haben hier eine wunderschöne Tomate, eine Paprika, die ist so eine Snack-Paprika, die wird etwas kleiner, eine Aubergine, die auch etwas kleiner wird. Ich habe jetzt nicht so ganz riesige Pflanzen ausgewählt, weil der Topf ist zwar groß, wie ihr seht, aber sonst könnten sich diese Gemüsepflanzen nicht entwickeln, wenn wir halt die normal großen Varianten genommen haben. Und ich finde es auch ganz hübsch, diese kleinen zu haben, damit hinterher auch noch was Blühendes da ist. Und diese kleinen Tagetes, wie ihr seht, haben auch noch die Aufgabe, falls mal Läuse sich an eure Pflanzen machen sollten, sollen die nämlich die Läuse anziehen und sozusagen von euren Gemüsepflanzen ablenken. Deshalb sind die dabei. Also, jetzt stelle ich mal alles zur Seite und fange an zu pflanzen. So, in die Mitte kommen diese großen Gemüsepflanzen. Einmal die Tomate. Die bekommt nachher noch einen Stab, damit sie nicht umkippt. So, jetzt haben wir hier ein bisschen zu viel Erde. Die kommt mal eben zur Seite. Vielleicht brauchen wir gleich was, aber so kann ich etwas bequemer pflanzen. So, diese drei Gemüsepflanzen setze ich als Zentrum. Die werden etwas höher als die Gewürze, die hinterher drumherum kommen. Allerdings lasse ich da auch schon, wie ihr seht, so ein bisschen Platz, damit die sich ausbreiten und wurzeln können. Das war hier unsere kleine Aubergine. Jetzt kommt noch die Paprika dazu, eine Snack-Paprika. So, jetzt habe ich drei Pflanzen. Ich finde das immer ganz hübsch. Das ist dann so, hat so eine angenehme, fürs Auge angenehme Verteilung. Dem ordne ich jetzt die Gewürzpflanzen unter. Ganz wichtig für unser Ratatouille ist natürlich Basilikum. Jetzt haben wir dieses einfache Basilikum aus Genovese. Davon habe ich jetzt zwei Stück vorbereitet. Kann man auch immer einfach nur zu den Tomaten nehmen. Ich pflanze die jetzt so ein bisschen gegenüber und setze sie gleich schon mal so etwas schräg ein, dass sie nachher so über den Rand ragen können. So, jetzt kommen hier unsere kleinen Tagetes noch dazu. Ich drehe mal den Topf etwas. Wie ihr seht, mache ich immer so ein kleines Loch und dann drücke ich die Pflanzen noch mal schön an. Die Tomate wackelt mir jetzt hier etwas im Wind, deshalb stecke ich schon mal einen Stab zum Befestigen daneben. Der ist jetzt im Moment nicht so ganz riesig. Ich finde es immer hübscher, wenn man die zwischendurch auch austauscht. Sonst sind so lange Pinne da in der Pflanzung, das sieht immer ein bisschen komisch aus. Also lieber jetzt erstmal für die nächsten Wochen so einen etwas kleineren und später dann den großen. Das ist jetzt noch ein Thymian. Wunderschön dieser Goldthymian und der duftet. So, bei den Tagetes habe ich auch drei so kleine Pflänzchen, sodass es eine schöne, gleichmäßige Verteilung werden kann. Jetzt wird das Ganze nochmal angedrückt. Ihr seht, wir haben jetzt hier einen ordentlichen Gießrand, weil alle Pflanzen brauchen schon eine gleichmäßige Wasserversorgung. Das nochmal schön kontrollieren. Die Aubergine und die Paprika kriegt auch schon mal eine kleine Stütze. Bei der Tomate, die ist ja schon so relativ lang, habe ich noch so kleine Nelkenringe. Damit kann ich die an dem Stab fixieren. So, jetzt habe ich das wieder schön verdichtet, aber nicht zu dicht. Das ist halt immer so fest wie nötig und so wenig wie möglich. Jetzt einmal ordentlich angießen, damit die kleinen Wurzeln, die ich ja beim Pflanzen zerstört habe, diese kleinen Wurzelhaare, nicht erst austrocknen, sondern sofort schon mal wieder Wasser bekommen. So, und ich finde, das ist jetzt ein
ganz schöner Kübel geworden, der nicht nur hübsch aussieht, sondern hinterher auch besonders lecker schmecken wird, denke ich. Vorhin hatte ich mir noch mehr Gedanken gemacht. Es gibt hier so viele wunderschöne Pflanzen, dass ich ganz viele Ideen hatte. Das war jetzt dieses Modell Ratatouille. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Gurkensalat für euch gezaubert. Leider ist die Gurke hier in dem, die kommt halt jetzt gerade aus dem Gewächshaus, die leidet etwas unter diesem Wind und der Sonne, aber wir haben sie schon gegossen. Das wird sich wohl gleich wieder geben. Das ist in der Mitte eine Snackgurke. Dazu gibt es Dill, Thymian, ein bisschen Schnittlauch und noch Oregano. Also das, ich kann mir dann immer gleich vorstellen, wie es im Sommer aussieht. Der Dill wird hochgehen, die Gurke in der Mitte. Das hier ist die dritte Variante. Das ist eher so eine Art Tomatensalat, also so ein bisschen klassischer. Zwei unterschiedliche Tomaten, einmal eine gelbe und einmal so eine fast violette. Und als Ergänzung haben wir auch wieder hier unsere kleinen Tagetes, unsere kleinen Läusefängerblumen, sag ich mal. Und dazu gibt es noch Bohnenkraut und dieses Alyssum. Das mag ich so gerne, weil das so schön leicht, aber doch blumig ist. Also so eine kleine Mischung zwischen Blume und Gemüse. Und hinten haben wir noch so ein wunderschönes, ich drehe das mal, damit ihr das besser sehen könnt, so ein wunderschönes violettes Basilikum. Das wiederholt sich dann hinterher farblich mit der Tomate und die Tagetes auch. Schön, oder? Also ich finde es gut. Lasst es euch schmecken und viel Spaß beim Gärtnern.